Ich habe wieder ein kleines Paket erhalten. Und ja, mein Gefühl sagt mir so, weil ich mir nichts bestellt habe, dass es wahrscheinlich wieder von einem von euch ist. Und ja, sehr klein, sehr handlich. Und ne, schauen wir uns mal an. Geschenke 24. Okay. Ah, ich glaube, da hat jemand schon in den Kommentaren gesagt, dass von meiner Wanderung, dass sie mir was zuschickt. Und ich glaube, ich weiß, was das ist. Ein Outdoor-Camping-Gebesteck. Weil ich ja bei meiner Wanderung mir einen Löffel gebastelt habe aus Pappe und ja, da einfach quasi indirekt Bedarf angemeldet habe. Ja, habe ich jetzt. Boah, das ist so lieb. Geil. Na, ich habe das schon bei anderen. Wow, da steht sogar Spirit drauf. Wie geil ist das denn? Geile Sache. Und ja, dann hat man dann halt. Achso, das kann man dann auseinandernehmen. Das ist eine Gabel. Und das ist ein Löffel. Das ist beides dran. Und sogar ein Öffner dran. Sehr geil. Taschenmesser habe ich ja. Ist ganz gut, dass es nicht dran ist, weil es wäre so unnötig Gepäck ist. Aber dann steckt man das so zusammen. Und das kann man dann auch wieder. Das ist alles sozusagen ganz kompakt in so einem kleinen Ding. Und. Ja, boah. Naja. Dann weiß ich ja, was ich das nächste Mal als Besteck mitnehme. Sehr schön. Also, ja, dann vielen herzlichen Dank. Ich kann mich noch an deinen YouTube-Kommentar erinnern und habe mich da ja schon bedankt. Und jetzt bedanke ich mich einfach nochmal. Gut, bei der nächsten Wanderung ist Camping-Besteck dabei. Ja, jetzt wieder ein Paket von. Das sage ich natürlich nicht. Weil jedes Mal, wenn ihr mir ein Paket schickt, denke ich einfach da, dass es euch vielleicht lieber ist, wenn ich euren Namen nicht sage. Sollte ich euch euren Namen explizit sagen wollen oder sowas, dann schreibt es am besten aufs Paket. Ich bin gespannt und ja, es rattert und ich tippe spontan auf Süßlupinen. Es gibt auch einige, die mir geschrieben haben, dass sie die Süßlupinen. Ja, das ist das toll finden, dass das so vollwertig ist, aber das so geschmacklich nicht ihr Ding ist. Und ja, dann bekomme ich das dann meistens dann zugeschickt und bin natürlich dann sehr dankbar dafür, denn bevor ihr das irgendwie ewig rumlagert und ewig esst, bin ich der richtige Abnehmer dafür. So, das ist ein Riechen. Hallo Christian, ich hoffe, du kannst die Süßlupinen gut gebrauchen. Habe sie bestellt, aber vertrage sie leider absolut nicht. Dank meiner Histaminintoleranz kann ich leider keine Hülsenfrüchte essen, egal ob gekeimt, eingeweicht, gewürzt etc. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen, habe ich beim Einpacken entdeckt. Sollte aber bei den Trockenprodukten keine Rolle spielen. Absolut korrekt, spielt keine Rolle. Viel Spaß damit, viel Erfolg mit deiner neuen Dacia-Wohnung und mach bitte weiterhin Videos. Diese geben mir immer wieder neue Denkanstöße, um mein Leben zu verändern. PS, die Proviantpakete sind sehr liebevoll gepackt, wie du auch schon in deinen Videos meintest. Liebe Grüße und dann derjenige, der mir das geschickt hat. Vielen Dank und ja, entsprechend. Oh, das ist sogar noch weiter. Also, das sind die Süßlupinen von Proviant, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die sind aber derzeit ausverkauft und ja, von daher könnt ihr die gar nicht bestellen. Was sie jetzt haben bei Proviant, ist normale Lupinen. Wenn ihr irgendwo diese Süßlupinen, diese kleinen Süßlupinen mit diesen gescheckten irgendwo entdeckt, könnt ihr mir das gerne schreiben, weil ja, zurzeit scheint die irgendwie nicht mehr auf dem Markt zu sein. Waren aber genial. So, genau, das sind die Süßlupinen und dann Buchweizen. Oh, was haben wir denn hier? Bio-Lupinen-Protein. Der Eiweiß hält mit 8 essentiellen Aminosäuren.
Sowas kann man eigentlich immer in irgendein Smoothie mit reinhauen, das schadet nie. Ob man dafür jetzt explizit Geld ausgeben müsste, ich weiß nicht. Also, danke, lieber L. ja, ich kann alles sehr gut gebrauchen und ja, einfach nur danke. Guten Morgen, it's Unpacking Time und diesmal sehr, sehr interessant. Also mir hat jemand was zugeschickt mit einer Adresse, die ich das letzte Mal vor 8 Jahren genutzt habe. Da bin ich sehr, sehr interessant, also bin ich sehr, sehr interessiert, was das ist und vor allem, ob das jetzt mit YouTube zu tun hat oder ob das, was auch immer das ist. Ich bin extrem gespannt, weil, wie gesagt, vor 8 Jahren habe ich das letzte Mal die Adresse genutzt und die Person, die mir das geschickt hat, die kenne ich nicht. Überraschung. Wahrscheinlich, kann man nur vorstellen, dass die Person einfach aus dem Internet versucht hat, meine Adresse rauszukriegen und irgendwo bei meinen vorigen Sachen, die ich gemacht habe, ja, da die Adresse gefunden hat. Aber eigentlich steht unter jedem Video ein Impressum bei mir. Auf meiner Webseite steht ein Impressum. Also das ist schon sehr interessant. Aber, naja, ich bin sehr, sehr gespannt. Okay. Wow. Achso, ihr seht es ja gar nicht. Happy Flow 2018. Feel the Spirit of the Year. Wahrscheinlich ein Planer. Interessant. Ich habe normalerweise alles im Handy. Aber ich habe jetzt angefangen, aufgrund meines vielen Zeichnens, dass ich alles so ein bisschen auf analog umstelle, weil es mir einfach Spaß macht. Nicht, weil es effektiver ist, aber weil es Spaß macht. Und dann kommt just in dem Moment ein Planer, also ein richtiger Planer. Und dann noch total schön. Das ist echt mega. Also passt genau. Manche glauben ja daran, ja, diese Sache, wenn man irgendwie in eine Richtung geht, energetisch, dass das auch auf einen zu trifft, also dass das auf einen zufällt, wenn man da irgendwie was aktiviert. Und mittlerweile, manchmal war ich da sehr skeptisch, was das angeht, mittlerweile muss ich sagen, es läuft einfach in meinem Leben so viel in die Richtung, in die ich mich fokussiere, dass ich denke, dass da was dran ist. Ob da nun Quantenphysik eine Rolle spielt oder Spiritualität, egal, ist sogar noch ein Brief drin. Hallo Christian, ich liebe deinen Kanal. Der ist wirklich super. Du strahlst immer so nett positive, so viele positive Energie aus. Das ist unglaublich. Wenn es mir mal nicht so gut geht, zieht es mich immer wieder hoch. Danke. Ach, das ist ein total schönes Kompliment. Das ist echt ein richtig tolles Kompliment. Weil ich weiß, ja, so ein Kommentar oder so ein Brief ist ja nur ein Spiegelbild von vielen. Ne? Und das bedeutet, du wirst wahrscheinlich nicht die Einzige sein, aber du bist diejenige, die einfach mal einen Brief geschrieben hat, ne? Und die mir das als Feedback gibt. Ihr wisst gar nicht, unglaublich wichtig das ist, dass die, wenn euch die Videos irgendwie inspirieren oder wenn euch die Videos gut tun, dass ihr das mir auch mitteilt. Weil, woher soll ich das wissen? Ich stehe hier in meiner Küche und rede mit einer Kamera und weiß überhaupt nicht, was da drüben ankommt. Ne? Also, super, dass du geschrieben hast. Ich hoffe, dass du mit den Lebensmitteln etwas anfangen kannst. Ist alles Bio und in Rohkostqualität? Na, wir packen gleich aus. Teils ist das Mindesthaltbarkeitsdatum schon vorbei, drauf geschissen. Aber bis jetzt hat alles noch gut geschmeckt. Ich habe einfach zu viel und manches entspricht nicht meinem Geschmack. Aber eventuell ja dein. Den Kalender habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Allerdings bin ich kein Kalendermensch. Es ist halt so faszinierend. Weißt du? Du schenkst mir das. Ich habe alles im Handy gemacht. So, und jetzt im Zuge des ganzen Malen und Zeichens und Mindmappings, da denke ich mir so, ja, ich stelle alles auf analog um und just kriege ich diesen Kalender. Es ist halt Wahnsinn. Den Kalender habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, allerdings bin ich kein Kalendermensch. Du wahrscheinlich auch nicht, aber ich kenne niemanden, den diese Art von Kalender gefallen würde. Du kennst sicherlich eine passende Person. Ja, mich. Also ich hoffe, dass du dich freust. Ja,
Katharina, das kann ich glaube ich sagen. Fun Fact, das Filmmaterial sind alte Vorlesungsskripte. Das nenne ich mal Recycling Deluxe. Meine Dozenten Studiengang Umweltschutz wären sicherlich happy über so viel guten Umweltschutz. Eigentlich sollte ich jetzt auch für Klausuren lernen, aber ich dachte, ich nutze die Zeit sinnvoller. Sonst wirst du doch nichts im Leben, Mädel, wenn du nicht deine Klausuren machst. Skripte. Jetzt hast du mich natürlich... Lärmschutzzusammenfassung. Schallausbreitung im Raum. Raumakustik, Bauakustik. Einfallende Scheile. Da denkt man, Umweltschutz ist irgendwie was, was Schönes. Und dann, also für die Leute, das war ja auch in der Wirtschaftswissenschaft bei uns so, dass gesagt, boah, was mache ich dabei? Aber guck mal, Lärmschutzzusammenfassung. Ja? Nur Formeln rechnen. Also Leute, wer Umweltschutz studieren will, das ist durchaus mathematisch. So, okay. Aber vielleicht werden wir das wirklich nochmal hier durch mal ranziehen, was du hier lernen musst, einfach mal im Einblick zu gewinnen. Ich finde es immer total interessant, was in anderen Studiengängen so, ja, ich würde gerne total gerne in alle Studiengänge mal reinschnuppern, um nur einfach zu wissen, was man da so als Grundding da alles lernen muss. Und ob es Studiengänge gibt, die nicht nur Reproduktion sind von Wissen, sondern wo man auch selber ein bisschen initiativ wird. So, fangen wir an. Früchtetee. Sehr gut, ich bin zur Zeit total auf dem Tee-Trip. Ich mache teilweise hier Kombucha, ich weiß gar nicht, ob man sieht. Und ja, machen wir immer jeden Tag 2x10 Liter Tee. So, und ja, das passt sehr gut. Und vor allem Früchte, Kräuter und da oben hier Kardamom, Fenchel, solche Sachen mache ich rein. Also mal keinen Grüntee und keinen Schwarztee, den nehme ich tatsächlich nur für den Kombucha. Aber also Früchtetee und Gewürztee und sowas, das ist absolut halt mein Ding. So, da, es ist Hammer. Wenn ich so da reingucke, das ist Bio-Cracker-Probe, Rohkostqualität, Zutaten, Pizza, Kräuter, Kürbiskern und Vitabohnen-Cracker. Wahnsinn. Dann nochmal Gemüse-Cracker. Enthält Chiato, Tomaten- und Curry-Knecke und Sauerkraut-Knecke. Wahnsinn. Traditionalismus, vergleichsweise größere Emanzipation der Frau. Bedeutung von Horoskopen und Aberglauben, Prestigedenken. Typisch russisch aus deutscher Sicht, typisch deutsch aus russischer Sicht. Typisch russisch aus deutscher Sicht ist Offenheit, Wärme und Freundlichkeit. 100%. Also die Russen sind warm, offen und freundlich. Okay. Und typisch deutsch aus russischer Sicht, Genauigkeit bis Pedanterie. Als nächstes dann Geschäftstüchtigkeit bis Geiz. Ja, mit Deutschen sind wahrscheinlich nicht ganz so gut angesehen. Aber ja, der eine oder andere Russe kennt vielleicht auch meinen Kanal, Dobrodien. Ja, so mit Christian. Ja, und wird dann vielleicht sein Urteil etwas revidieren. So. Sind das dieselben Gläser, die ich habe? Na fast. Aber auf einer Größe her kann man sich mit hinstellen. Auch keinen hässlichen weißen Deckel, sondern einen schönen schwarzen Deckel. Sehr schön, hast du mal ein Glas. Bananen, selbstgemachte Bananenchips. Das ist richtig, richtig geil. Life Cracker. Veggie Unsalted von Life Food. Boah. Wisst ihr, was das für Werte sind? Also, das ist unglaublich. Würde ich mir nicht kaufen. Würde ich mir einfach nicht kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein Genuss. Das werde ich auch immer mal als Highlight mit einstreuen. Life Crackers Rosemary und Life Crackers Veggie Unsalted. Das ist... Naja. Wie ich schon sagte, früher... Das heißt früher, nein, es ist falsch. Es ist immer noch so, dass in mir sowas hochkommt wie so eine Art, weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Ich habe ja beim vorigen Unpacking-Video gesagt, ach, das habe ich gar nicht verdient. So. Und ihr habt dann gesagt, ja doch, das hast du verdient.
das ist ja so, ich weiß nicht, ob es ein Schamgefühl ist oder irgendwie sowas. Das ist, da gibt es einen Begriff dafür, einen Fachbegriff. Nicht, dass ich jetzt ein Superstar wäre, aber viele Superstars haben irgendwie das Gefühl, dass sie Schwindler sind, dass sie den Erfolg nicht verdient haben, dass sie eigentlich gar nichts machen und trotzdem ganz oben irgendwo stehen. Ich stehe nicht ganz oben und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich frage mich, womit ich das verdient habe. Ne? Ich berichte aus meinem Leben, ich informiere mich, was ich ja für mich selber mache, teile das, habe Spaß an den Dingen, die ich tue und ja, und werde dann noch dafür beschenkt. Und das ist halt eben das, warum viele so auch die Stars dann denken, warum? Ich mache doch gar nichts. Ja? Und es ist unglaublich, ehrlich, es ist unglaublich. Aber es fühlt sich halt, es fühlt sich natürlich gut an. Es fühlt sich richtig gut an, dass ich sehe, dass meine Videos so einen Impact auf die Menschen haben, dass sie eben dann sagen, hey, ich möchte dir was Gutes tun. Und das fühlt sich gut an. Aber es fühlt sich halt immer so ein bisschen an wie so, habe ich das verdient? Gerade wenn es so ein Paket ist wie hier, wir sind noch nicht zu Ende. Also es ist, boah. Leinsamen, scharfe Tomatencracker. Also ich bin nicht der ganz große Fan von scharfen Sachen, aber Leinsamen ist halt, sollte täglich auf dem Speiseplan stehen, genau wie Hanfsamen wegen der Omega-3-Fettsäuren. Deswegen werde ich sie wahrscheinlich auch essen. Obwohl, ich stehe mit einem Hauch Schärfe. Naja, dann ist sowieso. Ich meine, ich kann scharf essen, aber ist halt nicht so mein. Boah, wie geil ist das denn? Feigen, Kalziumbomben. Und da ist noch was drin. Das ist. Ich muss sagen, das Feigen sind teuer. Also diese getrockneten Feigen, da kostet so ein kleines Rad 3 Euro immer. Und Datteln. Feigen und Datteln. Ich esse nur eine Mahlzeit am Tag, sonst würde ich gleich mal reinbeißen. Also da Feigen und wie viele, ey. Schaut euch mal das an. Das ist so krass. Was ist das gerade auf meinen Tisch? What organic bio, what chocolate, vegan handmade. Kokos, süße Kokosdinger. Also hier, bio Karob Konfekt. Süß. Live Cracker. Live Cracker. Also, ich weiß nicht, was hast du denn so für einen Live-Cracker bestellt, Mädel? Krass. Also, naja, da muss man echt aufbauen. Bio-Pikant-Cracker. Bio-Pikant-Brot, Bio-Pikant-Cracker und Bio-Pikant-Brot. Ich weiß nicht, was du dir so viel an Cracker bestellt hast. Ehrlich, das ist der Hammer. Das ist doch der Hammer. Guck dir das mal an hier. Alles Cracker. Also, nee. Das ist echt verrückt. Was haben wir hier? Karo-Konfekt. Hat man das nicht schon? Egal, ist wahrscheinlich wieder reingefallen. So. Oh. Das ist hier auch so ein bisschen. Gewässerschutz. Gruppenarbeit. 7 bis 8 Milligramm Pyrazol im Rhein. Infos wurden als Einleiter festgestellt. Kein Grenzwert für Pyrazol. Schädigt langfristig Augenarten, Haut- und Blutbildung. Was ist zu tun? Subvention für Verbesserung des Abwasserfilteranlage, Öffentlichkeit. Wasser trinken lassen. Ruf der Firma bloßstellen. Kinderbriefe schreiben lassen. Rechtfertigung für Gouverneurwerte. Naja! Das klingt ja schon ein bisschen wie so ein kleiner Aktivist, der da in dir steckt. Also ich habe das eine oder andere vielleicht doch schon durchgelesen. Interessant. Auf jeden Fall ist eine echt schöne Schrift, muss ich mal so sagen. Also richtig schön, gut lesbar, leicht nach rechts geneigt. Ich mag das. So, Brombeersirup. 2016 hergestellt. Brombeersirup. Also verdünne ich mit Wasser und dann habe ich Brombeerwasser. Schön, selber hergestellt wahrscheinlich. Danke. Live-Sesam-Cracker, oder?
Nee, sind keine Cracker. Das sind diesmal Coconut Buckwheaties. Zählt aber alles wie Cracker. Unglaublich. Und das sind ja auch noch Cracker. Also ehrlich, nee, das ist... Ja. Und das ist das letzte hier. Oh nee. Das sind keine Cracker. Mandeln. Schönes Glas. Ja. Also liebe Katharina. Also du hast mich reich beschenkt. Sehr reich beschenkt. Es wird sehr viel Cracker geben in den nächsten Wochen, würde ich sagen, weil ich bin jetzt nicht der Große, dass ich jetzt selber Cracker mache. Irgendwie das ist mir zu viel Aufwand meistens. Aber ich werde natürlich gerne mal sowas essen. Und deswegen, aber mehr als eine Packung. Never ever pro Tag. Von daher. Ich werde sie dankbar alles essen. Ich danke für das Buch. Das ist halt für mich so ein bisschen wieder so eine Bestätigung dessen, dass es halt doch irgendwo was zwischen Himmel und Erde gibt, was wir nicht erklären können. Oh Wunder. Und ja, einfach danke und ja, ich werde es genießen. Tschüss. Es ist wieder soweit. Ich habe ein Paket bekommen. Hier weiß ich jetzt schon, dass es sich um Lebensmittel handelt. Ich habe nämlich vorher ja, eine ganz liebe Nachricht bekommen, ob ich die Lebensmittel gebrauchen kann, weil sie halt schon ja, über ein Verfallsdatum sind. Und ja, ich habe natürlich ja gesagt, weil ich vom Verfallsdatum jetzt nicht so viel halte. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal ganz schnell hier rein, was da an Lebensmitteln da ist, was sonst wahrscheinlich in der Tonne gelandet wäre. Oder ja, keine Ahnung. Wo auch immer. Aber hier ist es auf jeden Fall in guten Händen. Und ich bin gespannt. Oh, ich bitte. Wow. Leinsamen. Leinsamen ist perfekte Omega-3-Fettquelle. Mal gucken, wie weit das über dem ja, 2015 ist das Verfallsdatum. Aber bei Leinsamen, ihr müsst euch da überhaupt keine Sorgen machen. Alles, was so Saatgut angeht und so weiter, da ist vollkommen in Ordnung. Buchweizen. Perfekt. Milchreis, Risotto-Reis. Risotto-Reis. Sehr geil. Auch bei Reis dasselbe. Das von 2012 ist jetzt hier das Haltbarkeitsdatum. Aber bei Reis, ihr müsst euch da null Gedanken machen. Das entscheidet dann immer euer Magen, ob ihr das mögt oder nicht. Und wie gesagt, also das lässt sich locker 20, 30 Jahre halten. Es muss einfach draufstehen, das alles. Naja, hier werden sich auf jeden Fall wieder einige Freunde, die mich gerne besuchen, wenn ich mal wieder Sushi mache. Denn Risotto-Reis und Milchreis ist eine super preiswerte Alternative zu Sushi-Reis, weil das eben auch klebt. So, dann haben wir noch Basmati-Vollkornreis. Ja, den kann man dann halt einfach so essen. Und Leinsamen. Sesam. Und nochmal Basmati-Reis. Und Hirse. Ganz gut, weil gerade für Leute, die glutenunverträglich sind, ist Hirse so, ja, so ein Getreide, was man nutzen kann. Und in Hirse ist auch gerade für die Frauen Eisen enthalten. Sehr viel Eisen enthalten, mehr als bei allen anderen Getreideformen. Deswegen Hirse ist eine super Eisenquelle. Weiter geht's. Lieber Christian, vielen Dank, dass du die Sachen einer Verwendung zuführst. Alleine hätte ich das in 5 Jahren nicht geschafft. Ganz liebe Grüße. Ich hoffe, du magst Jackfrucht. Jackfruchtstücke. Ja, ich mag Jackfrucht. Ach schön. Ach Mensch. Ja, 5 Jahre werde ich dazu nicht brauchen. Also. So. Kokoschips. Kakao und Walnusskerne, sehr geil, sehr geil, Walnusskerne, boah, es geht weiter, Mandeln, Walnusskerne, Pinienkerne, what the fuck, krasse Scheiße, Pinienkerne, milde Pinienkerne, Mandeln, Haselnüsse, Walnusskerne, Mandeln,
Basmati, Alnatura noch Basmati-Reis. Boah, den kann ich mal richtig hier. Sesam, rote Linsenspirelli, Woknudeln, Buchweizen, Hirseflocken, Blaumohn und Tapioca. Sehr geil. Und ja, kannst dich hundertprozentig drauf verlassen. Ich werde dem alles eine sehr, sehr sinnvolle Verwendung zuführen. Und meistens ist das nämlich genau mein Magen. Verschiedene Sachen, wie zum Beispiel das Tapioca oder den Basmati Vollkornreis, den werde ich verschenken an Leute, die ja da auch sehr dankbar dafür sind, dass sie da kein Geld für ausgeben müssen. Also danke von tiefstem Herzen für deine Spende. Und ja, dann werde ich mal irgendwas essen. Gut. Und ich werde das jetzt aufschneiden. Und ich bin sehr gespannt. Es ist verpackt mit Blumen. Und mit Zeitung. Okay. Das Spiel der Wandlung. Okay. Interessant. Ist keine Karte drin. So wie ich das sehe. Keine Grußbotschaft. Okay, das ist interessant. Einfach mal ein Spiel. Ich spiele gerne. Das Spiel der Wandlung. Inklusive Engelkarten. Dann danke. Deinen Namen habe ich auf dem Absender gesehen. Dankeschön und bin ein bisschen gerade perplex. Normalerweise ist eine Grußkarte oder sowas drin, aber scheinbar nicht. Das spricht für sich, das Spiel der Wandlung. Ich bin gespannt, Dankeschön und dann spiele ich dann irgendwann das Spiel der Wandlung. Danke. Ja, es ist wieder soweit. Ein Zuschauer von euch hat mir ein Paket geschickt. Ich weiß nicht, was drin ist. Es ist sehr groß und gemeinsam reinschauen. Ist ja bald Weihnachten und wir nehmen das mal als Weihnachtsgeschenk. So. Okay. Ein Brief. Hallo, ich schicke dir hier ein Paket aus verschiedensten Sachen, die ich nicht mehr brauche und bei mir daheim dafür keine Verwendung finde. Die Datteln sind teilweise Rohkostqualität, teilweise nicht. Für mich sind sie nur ein bisschen zu hart. Ich liebe harte Datteln. Ich liebe generell alles, was hart ist. Also auch Möhrenchips. Wenn ich Brot gegessen habe, auch immer das Brot in Scheiben schneiden, hinstellen, damit es hart wird und esse es dann. Ich liebe die harten Dinger. Ich mag das nicht, wenn das so weich ist. Auch werden einige Lebensmittel schon abgelaufen sein. Ich dachte mir aber, dass du vieles davon noch gebrauchen kannst. Mit Sicherheit. Also, dass, wenn ihr was habt, wo ihr denkt, boah, esse ich nicht mehr, einfach zu mir schicken. Ich freue mich da auf jeden Fall. Und außerdem wollte ich dir schon immer etwas schenken für dein Sein und Danke sagen. Deine Videos haben mich auf meinem Weg begleitet und auch sonst bist du einfach eine wunderbare Seele. Weiterhin wünsche ich dir viel Licht und Liebe und hoffe, dass das Paket heil angekommen ist. Lass es mich gerne wissen, wenn du möchtest. Ja, und dann hat er mir noch seinen Namen geschrieben und ich bin einfach zu faul für Handgeschriebenes, aber was soll's, weil das hat es halt ausgedruckt. Ja, dann gucken wir mal, was ich jetzt hier bekommen habe. So, bei mir sieht ja alles ein bisschen wild aus, aber ist ja egal, soll ja authentisch sein. So, viel Papier, das hätten wir gestern gebrauchen können, wo wir ein Feuer gemacht haben. Und boah, ich sehe schon Maulbeeren, wie geil ist das denn für ein Keimling? Maulbeeren. Richtig geil. Also das war meine absolute Lieblingssüßspeise. Getrocknete Maulbeeren, bevor ich mich daran überfressen habe. Also ich habe da, die Dinger habe ich kiloweise gegessen. Das ist richtig, richtig geil. Maulbeeren. So, Süßlupinen.
das ist halt, das ist interessant. Ich habe das Süßen mit Pien Video gemacht und sehr viele Menschen haben, also sehr viele Menschen, einige haben ja jetzt schon die Süßlupinen dann geschickt, weil sie ihnen nicht schmecken. Und also ich bin ja so begeistert von diesen Süßlupinen, weil die halt so wie Knickknacks früher sind. Also man lässt die keimen, macht ein bisschen Sojasauce drauf, schüttelt die und dann hat man die Knickknacks. Da geht man ins Kino und hat Knickknacks, gesunde Knickknacks. Wie geil ist das denn? Aber klar, ist vielleicht nicht jedem seinen Geschmack. Und naja, Süßlupinen, sehr geil. Dann Sprossen. Wir können direkt in den Sprossenturm und da sind Brokkoli und eine Mischung. Brokkoli und Dingsprossen. Und bei sowas generell Keim und Sprossen, da braucht ihr also wirklich Ablaufdatum. Also bei verschiedenen Dingen macht es Sinn, aber im veganen Bereich, da habt ihr eigentlich auch das Glück. Also Milchprodukte, Eier und so weiter, da würde ich, ja, aber nicht bei Mungbohnen, oder? Ja, Mungbohnen. Und hier steht Mungobohnen drauf. Ich dachte, das heißt Mungbohnen. Haben die sich verschrieben bei Alnatura? Oder heißt das, wisst ihr, ob das Mungbohnen oder Mungobohnen? Also ich habe mir jetzt eigentlich angewöhnt, Mungbohnen zu sagen, aber naja, wahrscheinlich wieder falsch. So, Hefeflocken von Erntesägen, auch immer geil. Mensch, echt, lieber, weiß nicht, ob ich deinen Namen sagen, doch, Andreas kann ich ja sagen. Es gibt ja 100 Andreas. Andreas, vielen herzlichen Dank. Also das ist, das sind Werte. Das ist, also ja, also weiß ich schon alleine hier diese Maulbeeren von Keimling, was die kosten. Also, Hammer. Chiasamen, oh, hier kommen schon ein paar Chiasamen raus. Ein bisschen aufpassen. Ich mal hier unten hin. So, dann haben wir hier Chlorella-Pulver von Pure. Wow. Boah, ich glaube, die Dose hier kostet irgendwie 22 Euro. Mal sehen, ob da noch was drin ist. Da ist sogar noch sehr viel drin. Und das ist richtig geiles Chlorella. Also, ich bin ja der, nicht der große Algen-Fan, aber das von Pure, das Chlorella, ist tatsächlich das beste Chlorella. Das kann ich mal so sagen. Allerdings nicht das Spirulina. Das Spirulina ist das Beste von Akal Food. Zumindest bisher, was ich so gemacht habe. Wie geil ist das denn? Kelp! Ich mache mal einen Kameratrick. Die Kamera bleibt hier und ich schwenke mal. Und wie geil, das ist genau das Gelb, was ich auch kaufe. Super, super, Andreas. Und das ist auch teuer. Andreas, ich, ja. Wenn du mal hier in Leipzig bist, komm vorbei. Na? Dann gibt es ein dickes Dankeschön, dann lade ich dich zum Essen ein. Das meine ich auch ernst. Also wenn du hier in Leipzig in Umgebung bist, dann komm einfach vorbei. Wir bringen ja, einen schönen Abend, ich mach dir was zu essen und vielleicht noch ein bisschen was von deinem Zeug. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall. Echt mega, mega, mega lieben Dank. Getrocknete Tomaten. Vor allem, du scheinst irgendwie genau meinen Geschmack zu haben oder meine Produkte zu kaufen. Das ist echt total mega geil. Dann Leinsamen, Kakaobohnen. Meine sind gerade alle. Es kommt einfach zur richtigen Zeit. Also, meine sind gerade alle geworden. Ich wollte bei Amazon bestellen. Das ist so teuer, deswegen warte ich gerade ein bisschen. Und dann kommt der Andreas und schickt mir einfach Kakaobohnen. Schön. Buchweizen. So, Papier. Lavaerde! Wie geil ist das denn? So, noch was drin. Lavaerde. Auch da ist bei mir alle und auch das kostet 40 Euro und perfekt. Allerdings brauche ich es zurzeit ja nicht. Mir gerade die Haare ab. Also, man könnte auch denken, ich habe mir die Dreads eigentlich abgemacht, weil gerade meine Lavaerde alle ist. Aber jetzt habe ich ja wieder ein bisschen neue Lavaerde und jetzt kann ich mir meine Haare wieder wachsen lassen. Danke. Sehr schön. Vor allem, das sind echt genau die Sachen, die ich kaufe. Andreas, guten Geschmack. So, was haben wir hier? Lightfoot schwarze Bio-Oliven. Boah. Rohkostqualität. Wie geil ist das? Wie geil ist das denn? Rohkostoliven und dann so richtig viel. Muss ich jetzt. Also, das ist. Also, Rohkostoliven, das ist richtig geiles Stuff. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Weiter geht's mit. Was haben wir hier? Gucci-Bären. Geil. Gucci-Bären. Noch mehr Gucci-Bären. Kokoschips. Oh, und hier kommt noch was.
Ich sehe ja was. Also ich weiß nicht, ob das drin ist, was da drin ist, aber das, als letztes. Richtig geil. Eventuell, je nachdem. Also wir ja nicht. Na gut, wir werden sehen. Sauerkirschen. Ach schön. Was haben wir hier? Auch nochmal Sauerkirschen. Getrocknete Tomaten. Das ist echt Weihnachten. Olivas. Das sind so Oliven, die hatte ich mir auch mal gekauft. Die hatte ich mir auch mal gekauft. Mensch, ist ja echt. Oder du bist wirklich ein Abonnent, der quasi auch inspiriert wird durch meine Sachen, die ich kaufe und das dann auch probiert. Das finde ich auch klasse. Dann, genau die hatte ich auch mal probiert. So, was haben wir hier? Haben wir was drin? Was war drin? Gucci-Bären. Naja, doch ordentlich. Also Gucci-Bären-Party kann steigen. Und dann haben wir hier das vorletzte, das Buchweizen, genau. Buchweizen und jetzt. Guck mal. Du bist verrückt, Andreas. Du bist verrückt. Du bist ehrlich, richtig verrückt. Zeig's euch. Boah. Wie kann ich das euch überhaupt zeigen? Das ist so geil. Ich glaube, das kann. Nee. Wollt ihr sehen? Danke. Boah, mit Schuldatteln. Und das Scheißding ist voll. Und das sind tatsächlich mit Schuldatteln. 100%. Ja, logisch. Bio Warfood mit Schul. Boah. Alter Falter. Richtig geil. Mit Schuldeckel vom Zweig. Wahnsinn. Also, ich finde es richtig geil. Und ich bin ein bisschen sprachlos, wie es auch anders sein sollte, wenn mir jemand so viel schenkt. Also, das ist ja Werte von weit über 100 Euro. Das ist ja. Wahnsinn. Aber was mich in dem Moment immer freut, ist, das, was ich tue, hat einen Sinn. Das, was ich tue, hat einen Sinn. Menschen fühlen sich inspiriert. Ich kann Menschen helfen. Und das kommt auch wieder zurück. Viele sagen immer so, wenn ich das und das tue, was bekomme ich denn dafür oder sonst irgendwas? Ich habe einfach angefangen. Ich habe YouTube gemacht. Mir hat es Freude gemacht. Mir macht es nach wie vor Freude. Und und einfach keine Gedanken machen. Einfach das tun, was man liebt. Und ja, und dann kommt ein Andreas und schickt einen die Datteln. Und das andere geile Zeug. Ich sag einfach danke. Danke, Andreas.